Das heutige Video muss ich tatsächlich mal von oben starten, denn ich habe hier einen ziemlichen Trümmer bekommen, nämlich vom lieben Alexander, der mir den PC geschickt hat. Nochmal danke dafür. Ich freue mich wirklich sehr über diesen PC. Und für die, denen es noch nicht aufgefallen ist, das ist ein älterer Alienware-PC. Und die sind ja schon eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also wir haben hier vorne schon mal so eine Klappe. Die geht auch irgendwie runter. Muss man die so eindrücken. So geht die runter. Hier haben wir schon mal einen USB 3.0 Slots und ein CD-Laufwerk. Auch ganz nett. Haben wir noch einen Aufkleber drauf. Anubis. Ist das irgendwas Ägyptisches? Sagt mir jetzt nichts. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und Alienware-Gehäuse sind halt eigentlich schon eine kleine Spielerei. Ne? Man kann das hier runterdrücken. Und dann sind hier auch noch mal USB-Slots. Ihr merkt schon, der hat ein bisschen Liebe verdient, dieser Rechner. Der müsste mal sauber gemacht werden. Und halt sowas Cooles, dass ich hier oben diese kleinen Lüftungsschlitze aufstellen, damit hier die heiße Luft entweichen kann. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier alles RGB beleuchtet. Also sollte das doch schon ziemlich cool sein. Ich gucke mir das Teil mit euch auch gerade zum ersten Mal an. Also ich weiß genauso viel wie ihr auch wisst. Ich weiß grob, was die für Hardware drin ist, aber wir gucken da gleich noch mal rein. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Wir haben ein Mainboard drin mit USB 3.0. Ein Alienware Aurora R4 ist das. Grafikkarte ist hier nicht drin. Noch eine USB-Erweiterungskarte und hier so ein UEM-Netzteil. Ich weiß nicht, ob da ATX reinpasst. Kann auch sein, müssen wir gleich mal gucken. Aber ich würde sagen, wir gucken da jetzt erstmal rein. So sieht das gute Stück dann von innen aus. Ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, dass man das hier hochziehen muss hier hinten, damit dann das Seitenteil so nach außen wegfällt und man das abziehen kann. Tatsächlich ist das Seitenteil auch RGB beleuchtet, wie man hier in diesem Kontakt sehen kann. Und das Netzteil scheint kein normales ATX-Netzteil zu sein, wie man hier an den Größenunterschieden erkennen kann. So ein Alienware-PC hatte ich noch nie, habe ich aber schon ein paar Videos drüber gesehen. Die sehen ganz cool aus, sollen aber Probleme mit der Hitzeentwicklung haben. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei diesem Modell ist. Scheint ja schon etwas älter zu sein, so 5, 6, 7 Jahre mindestens. Hier ist dann eine Grafikkartenhalterung, die kann man so nach außen wegklappen. Auch ganz cool. Und dann sehen wir schon direkt den ganzen Kabelkram. Hier ist auf jeden Fall überall so eine kleine Blende vor, alles ist relativ verwinkelt. Aber das Netzteil scheint relativ stark zu sein, da wir hier massig Stromanschlüsse haben. Was heißt, hier kann man auch noch eine vernünftige Grafikkarte einbauen, beziehungsweise war wahrscheinlich eine vernünftige Grafikkarte drin. Was mir aber sofort auffällt, sind hier diese kleinen Chipsatzlüfter. Hier oben auch der kleine für die Heatspreader oder Spannungswandler werden das ja sein darunter. Und hier oben ist noch so ein kleiner Lüfter drin. Ich hoffe mal, dass die keinen Lagerschaden haben, weil da kommt man ja immer relativ schwer ran an solche Lüfter. Wir sollen ja, glaube ich, eine i7 4820K drin haben, wenn mich nicht mehr alles täuscht, und 20 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Hier mit der Wasserkühlung, ist ja eigentlich ganz vernünftig. Grafikkarte und Festplatten haben wir hier keine drin. Ich muss nochmal schauen, was ich hier für eine Grafikkarte für besorge. Aber da wird sich doch bestimmt was finden, wenn ich mal Zeit dazu habe. Ich würde sagen, wir können hier noch weiter rumphilosophieren. Wir können das Teil aber auch einfach mal anschalten und schauen, was passiert. Jetzt ist nur die Frage, na, die Kabel sind hier im Weg. So, hier kommt wieder rein. Zack, hat das Teil auch onboard Grafikanschlüsse. Dem sieht nicht so aus. Was heißt, wir müssen hier noch eine einfache Grafikkarte einbauen. Erstmal für den Übergang. Das ist mir jetzt auch neu. Ich habe den PC noch gar nicht an den Strom angeschlossen. Ihr seht, hier hinten ist überhaupt nichts angeschlossen. Jetzt leuchten ja aber so LEDs drin, als ich die Grafikkarte da eingebaut habe. Hier da unten leuchtet was. Und hier leuchtet auch was. Und der Alexander hat hier auch wirklich feinsäuberlich alle Schrauben reingepackt. Das finde ich auch super. Hier für die Schrauben für die Grafikkarte waren da auch schon reingeschraubt. Warum leuchten diese LEDs? Komisch. Aber ich schließe ihn jetzt trotzdem mal an und dann schauen wir, was passiert. So, ich habe hier gerade mal alles angeschlossen. Hier sind noch mehr LEDs drin angegangen, wo er Strom bekommen hat.
Und das hat sich erstmal angehört, wie so ein, wie wenn man beim Auto die Batterie anklemmt, als wenn er irgendwie so ein Kompressor pumpt oder sowas. Hat's natürlich nicht. Ich denke mal, das war das CD-Laufwerk oder sowas. Aber ich schalte den PC jetzt trotzdem mal an. Hier oben ist der Anschalter, der leuchtet sogar so richtig cool grün. Ach, damit machen wir die Klappe runter? Okay. Also ich habe vorher noch nie so ein Alienware benutzt, deshalb verzeiht mir das bitte, wenn ich hier jetzt mich ein bisschen blöd anstelle. Ah, hier ist der Anschalter. Ah. Boah, der hebt ja gleich ab. Das ist sehr cool. Oh Mann. Ja. Mal schauen, ob er ein Bild macht. Vielleicht mag er die Grafikkarte auch einfach nicht. RGB-Beleuchtung hat er auf jeden Fall. Wir merken, er leuchtet blau. Wir können ja, wenn er läuft, mal das Seitenteil dran machen. Lüfter werden leiser. Und da kommt ein Bild. Boah, sieht das cool aus. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, dann warten wir doch gerade mal, bis er hochgefahren ist. Und schauen mal an, was das gute Stück eigentlich so verbaut. Okay, mir fällt gerade auf, was ich alles falsch gemacht habe. An die Leute, die schon mal ein Alienware hatten und sich das jetzt mit angucken mussten, es tut mir leid. Diese Teile hier oben verstellen sich alle automatisch. Die haben sich gerade alle runtergefahren, weil der ja nicht heiß ist. Die können schon ganz schön viel, die Dinger. Das ist schon cool. Trotzdem findet er meine SSD nicht. Dem muss ich gerade mal auf den Grund gehen. So, ich habe den Bootmodus gerade mal von UEFI auf Legacy umgestellt. Das hat jetzt wieder funktioniert. Finde ich auch ganz gut. Und das Teil ist wirklich, wirklich cool. Hat sich auch herausgestellt, dass der tatsächlich laut dem Build-Date knapp 10 Jahre alt ist. Wird dieses Jahr im November 10 Jahre alt. Und tatsächlich haben wir hier ein i7-4820K. Das ist ein Vierkerner mit 8 Threads, der mit bis zu 3,9 GHz takten kann. Wird heute natürlich von jedem i3 platt gemacht und den Stromverbrauch kann man hier auch nicht mehr rechtfertigen. Aber damals vor 10 Jahren war das echt vernünftig, je nachdem was hier für eine Grafikkarte drin war. Vielleicht die GTX 780 oder sowas. Das war schon vernünftig, der wird auch weit über 2000 Euro gekostet haben damals. Alexander, wenn du das hier siehst, du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder mir nochmal per E-Mail schreiben, wie viel du für das Gerät hier bezahlt hast damals. Das würde mich doch echt mal interessieren. Also das ist aber Stromverbrauch hin oder her, das Teil ist cool. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist ein richtig geiles Ding hier. Also ich finde die richtig krass. Es hat auch noch einen Grund, warum die relativ teuer sind. Einfach weil Alienware hat ja schon den Ruf, was relativ Gutes zu sein. Obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis von denen kacke ist, muss man ehrlich sagen. Aber man kriegt halt was absolut Einzigartiges mit diesem Gehäuse. Da kann ich die meisten Leute schon verstehen. Also es sind entweder wirklich Alienware-Dell-Fans oder einfach Leute, die das so eingetrichtert bekommen haben, dass das hier das Beste vom Besten ist. Ist es auch. Also es gibt schlechte Konfigurationen, ganz klar. Es gibt aber auch gute Konfigurationen, nur zu einem sehr, sehr hohen Preis. Aber schlecht ist das dann nicht. Temperaturprobleme haben die dann auch, aber man muss halt abwägen, was man möchte. So, der i7-4820K hat 663 Cinebench-Punkte erreicht. Ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und so sieht das dann mit dem Seitenteil aus. Wir haben hier noch RGB-Beleuchtung. Und das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob es noch eine Software gibt, mit der man die Beleuchtung und hier oben diese Lüftungsschlitze steuern kann. Ich hoffe schon. Und dann werde ich hierfür noch eine Grafikkarte besorgen. Ich habe da an so eine RX 570 mit 4 GB gedacht. Da ist der Stromverbrauch noch akzeptabel. Dann kommt hier eine 120 GB SSD rein und noch eine 1 oder 2 TB HDD. Und dann kann sich doch eigentlich noch jemand über diesen PC freuen. Natürlich werden wir den in dem zweiten Teil nochmal komplett sauber machen. Das hat er auch wirklich verdient. Ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Teile hier hochbekomme. Gibt es hier auch irgendwo für einen Knopf oder wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Werden wir dann alles im nächsten Video sehen.
Dann hoffe ich doch mal, dass euch diese Zuschauerpost gefallen hat. Nochmal Dankeschön an Alexander. Ich finde das wirklich beeindruckend, was für eine Mühe du dir gemacht hast, damit ich jetzt diesen PC hier stehen habe. Bedanke ich mich wirklich nochmal. Ich hatte noch nie ein Alienware. Ich finde die ziemlich cool. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, hier mal einen Alienware-PC vorzustellen. Dann hoffe ich doch mal, dass euch und vor allem auch dir, Alexander, das Video gefallen hat. Lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns auch ganz bald im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.